les cambrioleurs agissent rarement au hasard. Ils sont généralement bien informés et bien équipés. C'est pourquoi aujourd'hui, une simple porte n'est souvent pas suffisante pour protéger efficacement son domicile. Nous nous assurons qu'il ne vous arrive rien lorsque la porte ou la fenêtre est fermée. Also Einbruchschutz ist wichtig, weil zwei Sachen. Die Lage hat sich verändert in Europa. Wir wissen, dass aus Statistiken, dass mehr Einbrüche gegeben hat, im privaten wie im öffentlichen Bereich. Und das Zweite, normentechnisch, hat sich gewisse Länder, die da länderspezifisch schon drin haben, dass man dann muss, in öffentlichen wie in privaten Bauten, einen gewissen Einbruchschutz muss jedes Element bringen. Ja, mein Name ist Ottmar Eberle, ich bin Produktmanager für Stahlsysteme bei Janssen seit 2012. Wir prüfen eigentlich fast alles, grundsätzlich von der Fassade über die Türen bis zum Fenster. Ob es jetzt die hochisolierten Systeme sind oder die feinen, die unisolierten Brandschutzsysteme. Wir prüfen eigentlich durchgängig, weil wir wissen, der Markt braucht das, der Markt verlangt das. Und da wollen wir natürlich dabei sein. Bei der Einbruchprüfung nach EN wird die Prüfung dynamisch, sprich, wenn man lässt einen Pneu auf das Element fallen. Das soll eigentlich die Wucht von einem Menschen symbolisieren, beispielsweise abdecken. Dann die statische Prüfung, da wird einfach gedruckt mit einem Druckzylinder, je nach Klasse auch ein gewisser Druck auf verschiedene Ecken und Partien, die halt sicherheitsrelevant sind. Und am Schluss, eigentlich das Highlight, wenn man so sagen, ist dann die manuelle Einbruchprüfung, wo man mit einem bestimmten Werkzeugsatz das ganze Element eine gewisse Zeit lang darf, ich sage jetzt mal, angreifen. Ja. Und zwar auch wieder an verschiedenen Punkten über eine gesamte Dauer, die bestimmt ist, dort Norm. Für den Endverbraucher ist es eigentlich so, das Profil, das er will abdecken mit dieser Tür, RC2, ist ein durchschnittlicher Einbrecher, wie er halt heute überall rumläuft, muss die Türe 3 Minuten lang standheben im manuellen Versuch. Und bei einer RC3 ist dann schon ein professioneller Einbrecher und die muss dann schon 5 Minuten heben. Und der ist eben die Zeit und der Werkzeugsatz, den er zur Verfügung hat. Ist so im Privatbereich, sagt man so, RC2 ist Standard heute im EG-Bereich, weil man weiss auch, wenn ein Einbrecher innerhalb von einer gewissen Zeit nicht reinkommt, geht er. Dann verlässt er das Objekt, weil er einfach sieht, er kommt nicht rein. Die Chance, dass er verwünscht wird, ist viel zu gross und darum meistens sagt man RC2 lange. Im öffentlichen wie im gewerblichen Bereich sagt man RC3, dort hat es ein bisschen mehr versteckte Ecken, die nicht so begangen sind und dann sagt man RC3 ist eigentlich Standard. Und auch dort, nach einer gewissen Zeit, gibt der Einbrecher auf, weil er merkt, da komme ich nicht rein, das ist gut gesichert und mit den Janssen Stahlsystemen sicher gut bedient. Für die Firma Janssen war es sehr erfolgreich, also für das System, das geprüft worden ist, weil die Verformungen waren eigentlich sehr gering gewesen. Dass man einen Lappen aufbeugen kann, ist klar, aber alle sicherheitsrelevanten Teile haben gehebt, sehr gut gehebt, RC2 wie RC3. Also von dem her, wir sind sehr zufrieden. Ja, ja, mehr stolz darauf, dass man so sichere Produkte hat. Es ist einfach schade, dass man das braucht, aber ja, das ist halt nötig. Aber wir können sicher stolz sein auf unsere Entwicklung, auf unser System, wo man da der Welt oder den Leuten helfen kann, sicher zu fühlen.